Voltron Nevera ist ein Airtime-Monster. Und das ist keine Übertreibung. Während der rund 3 Minuten langen Fahrt erreicht oder unterschreitet der Fahrgast ganze 8-mal die -1G-Marke, wenn man noch zusätzlich die Momente berücksichtigt, in denen der Fahrgast Schwerelosigkeit erreicht oder unterschreitet, kommen wir auf sogar ganze 20 dieser Momente. In den vergangenen Tagen hatte ich die Chance, Voltron Nevera Powered bei Rimac ganze 10 Fahrten auf verschiedenen Sitzpositionen zu erleben. Übrigens nenne ich für den Rest dieses Videos die Bahn entweder Voltron oder Voltron Nevera. Als allererstes lasst uns kurz über den Elefanten im Raum sprechen: Voltrons Laufen. Die Laufruhe, wie ich sie zwischen dem 25. und 27. April erlebt habe, ist für eine neue Achterbahn dieses Kalibers besorgniserregend. Wenn man sich On-Rides und Reviews anschaut, ist es keine Überraschung, wenn ich sage, dass das Fahrverhalten des Zugs aktuell ruppig ist. Bevor ich mein ganzes Review auf die Fahrcharakteristik stütze, möchte ich betonen, dass ich überzeugt bin, dass die Laufruhe der Bahn noch verbessert wird und dass das Team von MagRides bereits an den Feinabstimmungen arbeitet. Meine Eindrücke aus den Fahrten legen nahe, dass die Laufruhe durch eine Kombination von Faktoren wie der Anpressdruck der Räder, die Lenkstange oder die Räder selbst beeinflusst wird. Für mich scheinen die Probleme mit diesen Komponenten lösbar zu sein, sodass die Bahn im Laufe der Saison deutlich angenehmer und ruhiger zu fahren sein wird. Daher werde ich in diesem Video nicht weiter darauf eingehen. Aktuell ist festzuhalten, die Laufruhe von Voltron Nevera ist nicht optimal. Jetzt aber zum eigentlichen Review. Ich tue mich immer etwas schwer mit Reviews anderer Kollegen, da diese oftmals ein Meinungsstück darstellen. Deswegen möchte ich das erste Review auf dem Coaster Talk-Kanal von einer anderen Seite angehen. Natürlich wird es unmöglich sein, dass ich meine persönliche Meinung komplett aus dem Review herausschneide. Dennoch werde ich versuchen, das Review so objektiv wie möglich zu halten. Und dabei helfen mir die G-Kraft-Daten, welche ihr bereits im Intro gesehen habt. Diese habe ich während meinen 10 Fahrten auf verschiedenen Sitzpositionen gesammelt. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich mich bei der Aufzeichnung der Daten vollständig an die geltenden Sicherheitsbestimmungen gehalten und keine losen oder verbotenen Gegenstände mit auf die Achterbahn genommen habe. Damit dieses Review nicht eine Stunde oder länger wird, werde ich mich jeweils nur auf die besonders nennenswerten, positiven als auch negativen Punkte beschränken. Legen wir also los mit der Station. Die Station ist eine sogenannte Moving Station oder zu Deutsch Durchgangsbahnhof. Das bedeutet, der Zug hält nie komplett an und die Fahrgäste steigen über ein Förderband in den Zug, während dieser langsam durch die Station rollt. Ich habe während meinen Fahrten beim Ein- und Aussteigen nicht wirklich etwas von dieser rollenden Station bemerkt. Der wohl größte Unterschied zur klassischen Station ist, dass es keine freie Platzwahl gibt und alle Personen über denselben Zugang zum Zug gelangen. Der Mitarbeiter am Ende der Schlange weist 4 Fahrgästen ihre Reihe zu, dann läufst du ganz normal über das Förderband zum Zug und setzt dich auf deinen Sitz. Ich hatte trotz dieser relativ raschen Abfertigung nie das Gefühl, besonders unter Zeitdruck zu stehen. Da kenne ich Achterbahnen mit normalen Stationen, bei denen der Fahrgast von der Crew deutlich mehr gehetzt wird. Der Grund, warum man sich übrigens für einen solchen Durchgangsbahnhof entschieden hat, ist um die enge Taktung der insgesamt 7 Züge und eine hohe Kapazität der Achterbahn sicherstellen zu können. Denn im Idealbetrieb verlässt ein neuer Zug mit 16 Personen die Station alle 36 Sekunden. Die Bügel von Voltron schließen sich übrigens automatisch. Ein Mitarbeiter am Zug macht eine Sichtkontrolle, dass du deine Hände am Körper hast und gibt dem Zug mittels eines RFID-Tags das Signal, die Bügel vollautomatisch zu schließen. Das Besondere am Schließmechanismus, die Bügel verriegeln sich sowohl nach oben als auch nach unten hin. Das bedeutet also, dass der Bügel sich durch die G-Kräfte während der Fahrt nicht weiter schließen wird. Für die Stapling-Enthusiasten unter euch, achtet auf jeden Fall darauf, dass du dem Bügel beim Schließen einen guten Schubs nach unten gibst, damit du auch wirklich in den Sitz gedrückt wirst. Sobald die Bügel geschlossen und kontrolliert wurden, heißt es warten. Warten, bis der Zug das Ende der Station erreicht und durch eine Linkskurve in die Effektschiene einfährt. Wenn du dich über die Effektschiene nicht spoilern lassen möchtest, kannst du zur jetzt auf dem Bildschirm eingeblendeten Zeit vorspringen. Die Effektschiene, welche ich als Bungee Drop Track bezeichnen würde, hat mich wirklich überrascht. Sobald du im Zug zum Stehen gekommen bist, hebt sich die Schiene leicht, beginnt für etwa 5 Sekunden zu vibrieren und rütteln,
Im Anschluss wird die Schiene noch weiter gehoben, bevor der Zug samt Schiene fallen gelassen wird. Diese Auf- und Abbewegung wiederholt sich dann noch ein zweites Mal, bevor sich die Schiene wieder in die Ausgangsposition senkt, das Tor sich öffnet und der Zug mittels 4 Linearmotoren aus der Effektschiene geschoben wird. Mich persönlich begeistert an der Effektschiene vor allem, wie schnell die Schiene entriegelt und wieder verriegelt wird, beziehungsweise wie wenig Zeit zwischen der Verriegelung und dem Abschuss liegt. Da bin ich definitiv schon andere Effektschienen gefahren, bei denen man länger auf die Freigabe des Zuges warten musste. Die Effektschiene ist für mich ein absolutes technisches Highlight und ich bin gespannt, womit uns MagRides in Zukunft noch so überraschen wird. Das nächste nennenswerte Element von Voltron ist der Beyond Vertical Launch, also eine überhängende Abschussstrecke, welche sich unmittelbar hinter der Effektschiene befindet. Das Fahrgefühl dieses Launches ist definitiv einzigartig und die dabei wirkenden Kräfte wechseln sich ab, dich in den Sitz zu drücken und wieder herauszuziehen. Leider hat man aber nicht die Möglichkeit zu realisieren, dass man überhängend dem Himmel entgegensteigt, da ein Referenzpunkt oder Horizont fehlt. Du siehst halt den Himmel und die Schiene und dann ist man auch schon oben. In der Einfahrt in den Inverted Top Hat wirst du nochmal kurz in den Sitz gedrückt, bevor du dann vollends mit minus 0,5G über Kopf im Bügel hängst. Dieses Überkopf im Bügel hängen nennt sich übrigens Hangtime. Das Gefühl, aus dem Sitz nach oben gezogen zu werden, wenn man nicht über Kopf ist, nennt sich im Übrigen Airtime. Und von beiden diesen Kräften hat Voltron nicht zu wenig. Denn bereits im ersten unscheinbar wirkenden Airtime-Hill zeigt Voltron, was in ihr steckt und zieht Gäste mit minus einem G aus dem Sitz. Das bedeutet, dass du mit deinem vollen Körpergewicht in den Bügel nach oben hin weggedrückt wirst, was für den einen oder anderen überraschten Gesichtsausdruck beim Fotopunkt am Ende des Hügels sorgt. Das nächste Element, auf das ich eingehen will, ist der Inverted Stall, bei dem die Züge auf den Kopf gestellt werden. Während der fast 4 Sekunden von Beginn bis zum Ende des Elements wird der Körper mit ca. 0,5G aus dem Sitz gehoben. Obwohl man gut 2 Sekunden komplett über Kopf im Bügel hängt, ist die Hangtime keineswegs unangenehm. Man erhält sogar beinahe die Möglichkeit, die Aussicht zu genießen, bevor man sich wieder zurückdreht, stark in den Sitz gedrückt und dann beim nächsten Hügel wieder aus dem Sitz gerissen wird. Denn direkt anschließend an den Inverted Stall befindet sich der stärkste Airtime-Moment von Voltron. In der ersten Reihe wird man für circa eine Sekunde mit guten minus 1,5G aus dem Sitz gerissen. Anschließend folgt eine Kombination von Kurven, welche vor allem auf den äußeren Sitzen für eine extra Portion Airtime sorgen. Springen wir weiter zum ersten wirklich negativen Punkt der Anlage: die Einfahrt in die Zwischenbremse vor dem Drehteller. Um den Zug im Notfall rechtzeitig zum Stehen zu bringen, gibt es bei der Einfahrt in die Bremse sogenannte Trim Brakes, welche die Geschwindigkeit des Zugs reduzieren. Diese bauen eine Bremswirkung von bis zu 1,5G auf, das bedeutet also, du wirst mit dem 1,5-fachen deines Körpergewichts nach vorne in den Bügel gedrückt. Leider erreicht die Bremse ihre höchste Entschleunigung, während noch abhebende Kräfte in Form von Airtime auf dich wirken. Du wirst also vor allem in den hinteren Reihen nach oben aus dem Sitz und gleichzeitig mit voller Wucht nach vorne in den Bügel gedrückt. Nicht gerade das angenehmste Fahrerlebnis. Auch über den Drehteller müssen wir, glaube ich, gar nicht wirklich viel reden. Gegenwärtig wirkt dieser noch sehr unfertig, was die Gestaltung angeht. Dementsprechend ist es relativ langweilig, denn es passiert nicht wirklich etwas. Ja, man dreht sich und das ist technisch sehr eindrucksvoll, aber kräftemäßig ist da nichts los. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier in der nächsten Saison noch die eine oder andere thematische Anpassung sehen und ähnliche visuelle Effekte antreffen werden, wie sie aktuell bei der Effektschiene zu finden sind. Das wäre zumindest sowohl storytechnisch als auch optisch wünschenswert. Ebenfalls gehe ich davon aus, dass wir noch zusätzliche Türen für die Ein- und Ausfahrt aus dem Drehteller sehen werden. Der Swing Launch inklusive Spike ist nicht sonderlich nennenswert. Es ist cool, dass der Zug rückwärts fährt, um den notwendigen Schwung für den Top Hat zu holen. Die Kräfte halten sich im Vergleich zum Rest der Bahn aber in Grenzen. Der Rückwärtsabschuss schiebt den Zug mit guten 0,5G aus dem Drehteller und vorwärts gibt es dann nochmal knapp 0,75G, mit denen der Zug in Richtung Top Hat gestoßen wird. Der Top Hat hat es übrigens in sich. Dieser wartet nicht nur mit guter Airtime, sondern auch mit guten lateralen Kräften auf dich. Wie ich in Vergangenheit schon oft erwähnt habe, bin ich bis auf wenige Ausnahmen kein sonderlich großer Fan von seitlich auftretenden Kräften. Der Voltron Top Hat fällt zu 100% in die Kategorie der gut designten lateralen Kräfte
die ich mag. Das Coole an den etwas breiteren Zügen von Voltron ist übrigens, dass du, je nachdem wo im Zug du sitzt, andere Kräfte im Tophead erleben wirst. Solltest du aber dennoch das Gefühl haben, in deinem Sitz nicht genug Airtime abbekommen zu haben, wird das nächste Element Abhilfe schaffen. Denn direkt nach dem Tophead folgt ein relativ langer und starker Airtime-Hill, welcher dich mit bis zu minus einem G für etwa eine Sekunde aus dem Sitz hebt. Unmittelbar auf diese Airtime folgt dann mit dem Ejection Drifter noch mehr Luftzeit. Leider ist dieses Element auch ein ziemlich großes Hit-or-Miss-Element, denn je nachdem, wo im Zug du sitzt, fährt sich das Element entweder super weich mit toller Airtime oder ziemlich ruppig mit aggressiv auftretenden Kräften. Auf der rechten Seite gleitet man förmlich durch das Element mit solider Airtime. Hier im Clip zu sehen, in der letzten Reihe ganz rechts außen. Auf der linken Seite wird man hingegen komplett durchgeschüttelt mit extremer Airtime, welche sich gemäß meines Beschleunigungssensors den minus 2G annähert. Auch seitlich und entlang der Fahrtrichtung treten abrupt Kräfte im Bereich von einem G auf. Hier im Clip zu sehen, in der zweiten Reihe ganz links außen. Meine Empfehlung für alle, die nicht rechts sitzen, haltet euch für dieses Element fest. Diese Empfehlung gebe ich übrigens auch für alle anderen Sitzpositionen weiter für das anschließende Element. Der Double-Up in die Zwischenbremse ist auf dem Papier eine hervorragende Idee. Die Kombination von schnell abwechselnden Kräften von plus 4G auf minus 1G, gefolgt von erneuten plus 3G auf final minus 1G, klingt eigentlich so, als ob es richtig Spaß machen müsste. Ich weiß aber nicht, ob das Problem meine Körpermasse ist oder ob sich das für alle anderen Fahrgäste ebenso anfühlt. Für mich wirkt es auf jeden Fall so, als ob der Umschwung von minus 1G zu plus 3G zu schnell passiert. Denn anstatt irgendwo bei 0,5 bis 1G im Sitz zu landen, werde ich eher so mit 2 bis 2,5G in den Sitz gehämmert, was sich einfach nicht angenehm anfühlt. Bei diesem Element halte ich mich definitiv am Bügel fest, um mich während den minus 1G so gut wie möglich in den Sitz drücken zu können, um dann nicht ganz so unangenehm in den Sitz gehämmert zu werden. Der Rest der Strecke fährt sich relativ unspektakulär. Der Corkscrew aus der Zwischenbremse, die Helix mit dem Cutback und die zweite Corkscrew fahren sich in etwa, wie man das erwarten würde. Dieser Teil der Bahn profitiert definitiv von der Interaktion mit den Wegen und Gebäuden. Durch diese Near-Miss-Elemente wird die Fahrt durch diesen letzten Abschnitt deutlich aufgewertet. Zum Abschluss der Fahrt überrascht Voltron bei der Einfahrt in die Schlussbremse nochmal mit minus 1G Luftzeit, bevor die Fahrt dann endgültig ihr Ende findet. An dieser Stelle noch ein paar Worte zu zwei Elementen, die ich bisher nicht genannt habe. Die Abwärtsrolle nach dem Inverted Tophead am Anfang der Bahn fährt sich übrigens relativ unspektakulär, wie man es eben von einem Korkenzieher oder von einer Zero-G-Rolle erwarten würde. Selbes gilt für die beiden Immelmann-Elemente. Diese sind zwar fahrtechnisch keineswegs repetitiv, die Figur oder was Voltron damit macht, ist aber nicht grundlegend anders, als man es von einem Immelmann erwarten würde. Bevor wir zum Fazit kommen, werfen wir noch einen kleinen Blick auf das Datenblatt der Achterbahn. Voltron Nevera, eröffnet am 26. April 2024, ist der erste Prototyp des Striker Coasters von Mack Rides. Auf der insgesamt 1385 Meter langen Strecke mit 7 Überkopfelementen bewegen sich insgesamt 7 Züge mit jeweils 16 Personen. Resultierend verfügt die Anlage über eine theoretische Kapazität von 1600 Personen pro Stunde. Die Achterbahn erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 90 km/h und eine maximale Höhe von 32,5 Meter. Voltron Nevera stellte bei der Eröffnung übrigens folgende Rekorde auf. Längste Achterbahn mit Überkopfelementen in Europa, längste Abschussachterbahn in Europa, der steilste Launch einer Achterbahn der Welt mit 105 Grad, die meisten Beschleunigungen einer Achterbahn in Deutschland. Fahrgäste erleben bei der Fahrt zudem beinahe 18 Sekunden Schwerelosigkeit verteilt auf insgesamt 20 Airtime-Momente entlang der Strecke. Wir können also festhalten, dass Voltron Nevera bei der Streckenführung auf einen abwechslungsreichen Mix von Elementen zurückgreift, welche eine Vielzahl starker und vor allem abhebender Kräfte auf den Fahrgast wirken lassen. Trotz dieser für den Europapark eher extremen Kräfte bewegt sich die Bahn im Bereich von plus 4G bis minus 1,5G, wodurch Voltron nicht in die Kategorie der unangenehm extremen Achterbahnen fällt. Somit kann die Achterbahn von beinahe allen Fahrgästen, die mutig genug sind, sich der Herausforderung zu stellen, erlebt werden.
Aufgrund der breiten Züge von Voltron verändert sich das Fahrgefühl und die wirkenden Kräfte, je nachdem, wo man sich im Zug befindet, weshalb es sich durchaus lohnt, die Bahn mehr als nur einmal zu fahren. Auch die Abwechslung während der Fahrt ist durchaus gegeben. Ab dem Moment, in dem der Zug die Station verlässt, passiert immer irgendetwas, ohne dabei repetitiv zu sein. Und man kommt als Fahrgast nie wirklich zur Ruhe. Ausnahme ist der Drehteller, welcher aktuell einen Moment zum Durchatmen bietet. Nun stellt sich natürlich schnell die Frage, ist Voltron Nevera die beste Achterbahn im Europapark? Ich bin der Meinung, die Antwort ist ein ganz klares Ja. Keine andere Achterbahn im Europapark kommt nur ansatzweise an die Vielzahl der abwechslungsreichen Fahrfiguren heran, von den technischen Spielereien wie der Effektschiene, dem Drehteller oder dem Pendelabschuss mal ganz zu schweigen. Wie sieht es denn deutschlandweit aus? Ist Voltron die beste Achterbahn Deutschlands? Hier wird es schon etwas kniffliger. Voltron Nevera ist eine unglaublich gute Achterbahn, die in der höchsten Liga spielt. In ihrer aktuellen Form, gerade im Hinblick auf die Laufruhe oder den noch nicht fertig gestalteten Drehteller, ist es schwierig, Voltron mit thematischen Meisterstücken wie Taron oder Fly aus dem Phantasialand zu vergleichen. Dennoch würde ich mich im Vergleich zu halbwegs ähnlichen Achterbahnen aus Tripsdrill, dem Hansapark und dem Phantasialand mich eher nochmal für eine Fahrt mit Voltron anstellen. Die Intensität, technischen Spielereien und abwechslungsreichen Fahrfiguren von Voltron machen mir die Entscheidung leicht. Einen Vergleich mit anderen Achterbahnen in Europa möchte ich im Moment nicht ziehen. Hierzu müsste ich erst eine Voltron Nevera erleben, welche eine bessere Laufruhe an den Tag legt, als es aktuell der Fall ist. Ich bin für meinen Teil von Voltron als Gesamtpaket überzeugt und bin gespannt zu erfahren, wie die Anlage von der Allgemeinheit im Park aufgenommen wird. Denn ich muss ehrlich gestehen, ich wäre damit einverstanden, wenn der Europapark eine weitere extreme Achterbahn aus dem Mack Rides-Katalog in den Park stellen würde. Direkt neben Voltron ist ja noch etwas Platz frei. In Russland. Wenn du mehr zum Gesamtpaket Voltron erfahren möchtest und auch an meiner persönlichen Meinung und der Meinung meiner Coaster Talk Mitstreiter interessiert bist, lass es uns wissen. Und wenn genug Interesse da ist, können wir ja mal in einem Live-Podcast über die Achterbahn plaudern. Bist du Voltron auch schon gefahren? Wie fandest du die Achterbahn? Lass es uns in den Kommentaren wissen und wir können darüber diskutieren. Ich bin der Greenie für Coaster Talk und hier findest du weitere Inhalte von uns.